man um Langzeitmotivation bemüht ist, sofern das im Sportspiel überhaupt möglich ist, dann ist es FIFA. Da muss man einfach einen Hut vorziehen. Langzeitmotivation ist daher gegeben. Preis-Leistung würde ich sagen, ist okay, ist bei allen Spielen gleich, denke ich. Ist jetzt nicht besonders teuer oder besonders billig. Ja, und Steuerung habe ich, glaube ich, gerade ganz oft angesprochen. Da gibt es auch die meisten Abzüge hier. Ja, ich fühle mich bei der PC-Version ein bisschen in meinen Möglichkeiten eingeschränkt, was die Steuerung angeht. Das hat was mit dem Gameplay und der Steuerung zu tun. Da hat man bei PS3-Version einfach mehr Freiheiten. Von daher gebe ich da in der Kategorie auch nur 8 Punkte. Man hätte auch 7 geben können, aber die anderen beiden Punkte sind halt gut. Ja, nur die Steuerung ist halt nicht das, was ich mir vorstelle, oder beziehungsweise das Gameplay. Von daher finde ich, wenn zwei Kategorien gut sind und eine nicht so gut, oder nur überdurchschnittlich, 8 Punkte ganz gerechtfertigt. Kategorie 3, ja, wie gesagt, ich habe lange überlegt, was ich mache. Ne? Also im Gegensatz, man muss einfach sagen, das Spiel ist sehr langsam, und im Gegensatz zu dem, was es letztes Jahr auf dem PC gab, ein eindeutiger Rückschritt, trotz den neuen Features wie Körpereinsatz, 360-Grad-Dribbling und so weiter. Man hat es versucht, es hat aber nicht funktioniert, muss man einfach so sagen. Und also die Leute im E-Sports-Bereich, die das jetzt ein Jahr lang spielen müssen, tut mir ein bisschen leid. Ich hoffe, man einigt sich darauf, das in der schnellen Variante zu spielen, sonst wird das ein hartes Jahr für euch, liebe FIFA-E-Sportler. Ich gebe dem trotzdem nochmal 8 Punkte, zusammen komme ich auf 80%. Und ich denke, das ist ganz nett bewertet. Man hätte es durchaus niedriger bewerten können, muss man aber nicht, denke ich. Ja? Kommen wir zu FIFA 10 der PS3-Version. Auch hier Kategorie 1, Grafik ist noch ein ganz Stück besser als die PC-Grafik. Sound und Atmosphäre, denke ich, kann man gleich bewerten. Von daher gebe ich da einfach noch einen Punkt mehr und wir kommen auf 9 Punkte. Langzeitmotivation, Steuerung, Preis-Leistungs-Verhältnis. Gut, Preis-Leistungs-Verhältnis, PlayStation 3-Spiele sind immer teurer. Das ist so eine Sache. Man kann ja nicht alle PlayStation 3-Spiele grundsätzlich schlechter bewerten. Ja, ansonsten, Langzeitmotivation ist genauso gegeben. Steuerung ist natürlich besser. Muss man einfach sagen, man hat viel mehr kreative Freiheit, man kann viel mehr machen im Spiel. Das Spiel ist schneller und dynamischer. Von daher hätte man 10 geben können. Ich habe jetzt 9 gegeben. Ich wollte es auch nicht übertreiben. Und ja, also Kategorie 2, 9 Punkte. Kommen wir zu Kategorie 3, individueller Eindruck vom Stevino, Spiel, Spaß, Spielgefühl. Ja, subjektiv, verehrte Community. Ich habe auch hier überlegt, ob ich 10 Punkte gebe, aber für 10 Punkte muss es einfach das perfekte Spiel sein. Und es sind auch Kleinigkeiten drin, wie zum Beispiel die Sache mit der Abseitsfalle. Und ich habe immer noch bei FIFA ein bisschen das Gefühl, dass es Leute machen, die nicht solche Fußballfreaks sind. Von daher gebe ich da auch 9 Punkte und komme damit auf eine Gesamtbewertung von 90% für die PlayStation 3 Version. Ich hoffe, damit seid ihr zufrieden, verehrte Community. Wenn nicht, kann es auch nicht ändern. Ja? Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr seid jetzt ein bisschen schlauer. Wenn ihr euch FIFA kaufen wollt, dann kauft es bitte für die Konsole. Das ist einfach hübscher. Ansonsten hoffe ich, ich warte jeden Tag darauf, dass ich die Pro Evolution Soccer Version diesem Jahr von 2010 bekomme. Das wäre natürlich, schön, wenn man das gleich anschließen könnte in den nächsten Game Test. Ansonsten habe ich da noch Need for Speed Shift und Wet liegen für die PS3, Wet und für den PC Need for Speed. Brutal Legend, 15. ist jetzt auch eins der nächsten Spiele, da freue ich mich auch sehr drauf. Von daher, für Nachschub wird auf jeden Fall gesorgt sein, verehrte Community. Ja, mal gucken. Ich habe jetzt noch eine Woche Ferien. Mal gucken, ob ich noch ein oder zwei Game-Tests rauskriege. Hängt natürlich immer davon ab, wie viel Zeit so ein Spiel kostet, bis man es wirklich kompetent beurteilen kann. Bei FIFA geht das natürlich ein bisschen schneller, ist ja klar, weil man es einfach schon über Jahre zockt. Ansonsten, schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns zum nächsten Game-Test. Das war der 20. Video-Game-Test. Eine Sache habe ich noch, verehrte Community. Bitte besucht unseren IRC-Channel. Der stirbt schon wieder aus, obwohl da wirklich teilweise interessante Diskussionen drin sind. Vor allem poste ich da immer in das Topic rein, wie weit der Game-Test ist, ja. Also wenn ihr als Erste den neuen Game-Test anschauen wollt, solltet ihr in dem Channel sein, weil da poste ich immer, rendert gerade, ab ich gerade, kommt dann und dann raus. Wenn es euch interessiert, joint im Quakenet, Rautes, Divinio-Game-Test und schon seid ihr dabei. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal, schön, dass ihr wieder dabei wart, nutzt eure Ferien noch aus und gebt ordentlich Gas und zockt, ja. Bis zum nächsten Mal, ich bin euer Divinio, ciao, ciao.